Ich pack den Wohnwagen fürs Wochenende. Seid herzlich gegrüßt vom Wupp. Da vom Patschi und von mir der Susi. Es ist Samstag, der 20. November. Wir machen ein schönes Wochenende. Und bevor jetzt der Patschi zum zweiten Mal aussteigen darf, gleich ist soweit, muss ich erst mal Kleidung loswerden. Oh, gleich mal die Mütze unterm Helm, die lange Unterhose, es ist viel zu warm. Es hat 9 Grad draußen. Ja, also ein bisschen leichter machen. Ja. Laufen beide so schön im Wald. Ein. Denke ich mal. Fertig. Im April sind wir den Weg schon mal gefahren und da war dieser eisige Wind. Da ging es auch da vorne die Höhe hoch und da ist mir ja so brutal der eisige Wind entgegengeschlagen. Da ist ja heute lau. Und jetzt fahren wir eben eine gerade Strecke, die über die Hügel geht, was aber sehr leicht zu fahren ist. Über Kumhausen ist eben, das heißt am Anfang geht es einen Berg runter und dann eben, den fahren wir zurück. Da geht es zuerst eben und dann den Berg rauf. Und wieder runter den Berg geht es. Da fliegt ein Silberreiher weg und ein Graureiher hinten nach.
jetzt noch die letzten 2 Kilometer runter ins Isartal. 2 Kilometer von 20. Endspurt. Ist schon 4:30. 4:30 geht die Sonne unter. Jetzt gucken wir doch mal in diesem schönen Auwald, ob es da nicht gemütlich irgendwo ist. Schöner Weg, da müsste jetzt bis zur Isar rübergehen. Schauen wir mal. Es ist 4:10. Und da haben wir passend an der Isar, das ist eine Sackgasse, da geht es nicht mehr weiter. Da ist nur noch so zum Rundfahren. Und da werden wir bleiben. Ja, Patschi ist schon eingestiegen. Entlang geht ein Weg, der zwar jetzt nicht direkt wohin führt, also schon weiter weg von den Örtlichkeiten, vermuten wir, dass da niemand mehr kommt heute, aber trotzdem werde ich kein Feuer machen und schauen, dass wir unauffällig bleiben. Capacci. Jetzt mache ich mal mein Bett zum Sitzen. Das klappe ich jetzt. Hat auch den Vorteil, dass der Patschi dann unten auch noch viel Platz hat. Wenn ich das hin tue, dass das nicht verrutscht. Und wenn ich die Klemme hin tue, dass die Stütze nicht verrutscht, dann hält es bombig. Drinnen wird es wärmer, draußen wird es kälter. Ich habe mir nur noch mit dem heißen Wasser aus der Thermoskanne eine Suppe aufgegossen, eine fertige Gemüsesuppe. Ich habe es mir gemütlich gemacht und ich höre
gerade die Verlässlichkeit des Zufalls. Ich vermisste sie nicht, die Ganztagsroutine, die Regelmäßigkeiten, das Verlässliche, das vorher mein Leben angeordnet, es so vorhersehbar und berechenbar gemacht hatte. Im Gegenteil, irgendwie gefiel es mir, nach dem Aufstehen nicht zu wissen, was der Tag mit mir vorhatte. Reisen ist wie Geschenke einsammeln, schrieb Andreas Altmann, einer der bekanntesten deutschen Reisebuchautoren. Stimmt. Wir gehen beide noch mal Pfützi machen. Guten Morgen. Thank you.
Jackentasche steckt das Handy beim Laden, dass es schön warm hat. Patschi muss aufpassen, drüben gehen Leute. Feuer ist aus, Wasser ist heiß. Das gibt dann mit der knochengrünen Tee. Aber in die Thermoskanne kommt nur Wasser. Und wir haben 2,4 draußen, 3,4 drinnen. Aber trotzdem schön. Da sitzt ein Zaunkönig. Man hört den Warnruf. Sehen tut man nicht. Da bin ich jetzt am Damm vom Isarkanal und der ist noch grün. Also das ist die reinste Wildgemüse-Selbstbedienung. Da haben wir noch Giersch, Geißfuß. Da haben wir Labkraut. Da haben wir Vogelmiere, jede Menge. Hier, die Vogelmiere, die hat die Härchen nur in eine Richtung. Ja, trotzdem natürlich vorsichtig sein, wer es nicht sicher weiß, Finger weg. Dann habe ich noch Brennnesseln natürlich, jede Menge. Und eine Taubnessel habe ich noch gesehen. Also da werde ich jetzt was sammeln für ein gesundes Essen. Jetzt sind wir da, wo ich im Sommer auch gern hin wollte oder bleiben wollte und wo uns die Mücken so gepiezackt haben. Und dann sind wir weitergefahren. Aber jetzt gibt es keine Mücken mehr am 21. November. Deswegen bleiben wir da und machen jetzt Mittag gemütlich.
vom Patschi. Jetzt lass der Asti. Komm, da gehst du jetzt einmal rein ins Wasser. Aber nur die Füße. Nur ein bisschen. Ja. Durst hat er gar nicht viel. Es kann auch nicht sein, dass es ihm zu kalt ist. Ich habe ihm nämlich das, was ich ihm in der Schüssel angeboten habe, immer angewärmt. Der ist steil, oder? Da ist es ganz, ganz steil. Und ich möchte jetzt Holz sammeln und den Hobo anwerfen. Und für den Zweck habe ich meine Klappsäge und das Messer auch dabei. Zuerst mal braucht man ja genug Zunder. Alles was knackt. Das muss der gute Zunder sein. Oh, das knackt ja vorzüglich. Mit Stacheln, weißt du, warum ich Handschuhe anhab? Und außerdem ist mit den kalten Händen, reißt man sich immer so schnell auf. Gut. Aber auch die Grashalme, alles was in der Luft hängt. Wunderbar. Na, das knackt nicht. Doch, da knackt es auch. Das fängt auch Feuer. Ist ein bisschen noch nicht so trocken. Da hat sowas in die Höhe. Nee, aber nicht wirklich. Nicht wirklich trocken. Auch nicht trocken. Ja. Grenzwertig nehmen wir mit. Da ist was, was schön knackt. Da müsste da eigentlich was dabei sein. Die Holz, das da drin liegt. Für den Hobo brauche ich ja nicht viel Holz. Ja, ist gut. Jetzt
das, was am Boden liegt, das ist alles vollgesogen mit Feuchtigkeit. Aber das, was in der Luft, so die toten Äste, die in der Luft sind, die sind top. Brauche ich ja nicht mal eine Säge. Und wenn man dickes Holz hat, das nass ist, dann braucht man das bloß spalten und dann hat man auch. Dann hat man auch. Das knackt auch schön. Innen. Also wenn man dickes Holz hat, das braucht man bloß spalten. Innen ist das Holz immer trocken. Nicht alles so trocken, aber ich denke, damit bringe ich es in Gang. Patti ist wieder eingestiegen. So, und so schaut jetzt der Vorrat aus. Den Hobo fasse ich auch nur noch mit Handschuhen an, weil der mittlerweile so rußig ist, dass man die Finger nicht mehr sauber kriegt. Der GoPro-Akku ist schon wieder leer, drum muss ich mich beeilen. Hobokocher steht. Jetzt, ich habe den Zunder mal und ein paar größere. Und jetzt schauen wir mal, ob das schon reicht. So, ich hoffe, das reicht. Ich habe noch ein paar trockene Gräser gefunden. Ich muss noch ein bisschen trockenes Gras nachlegen. Raucht noch, aber brennt. Ich habe schon mal zum Trocknen noch an die Seite oben hingelegt. Jetzt kommt's. Jetzt soll es mal brennen, dass ordentlich Glut und eine kleine Flamme noch. Und dann mache ich mein Wildgemüse. Doch, geht ja. Es gibt Wildgemüse und Püree. Und das Wildgemüse brate ich in der Pfanne heute. Aber ich brauche ein bisschen Fett jetzt, ein bisschen was, was Wärme macht. Zuerst mache ich das Püree. Dann kann das durchziehen, deswegen mache ich jetzt Wasser heiß. Und dann mache ich das Wildgemüse.
Das wasche ich heute nicht, weil es wird ja ordentlich erhitzt in der Pfanne. Und ja, dass ich dann nicht das Zischen vom Wasser habe, weil ich bringe es ja nicht trocken. Hafermilch habe ich keine dabei heute. Da mache ich dafür diese Haferflocken, diesen super Haferrein. Das geht ab, da kann man auch ganz toll, das ist schon so ein Mix, da kann man auch ganz toll Milch machen. Brennt. Mittlerweile ist es 10 nach 3. Werden wir eh schauen, dass wir heimkommen. Wird es dann spannend, ob wir bei der Schleuse durchkommen. Die Schranke ist zu, wenn wir nicht dran vorbeikommen, dann müssen wir wieder zurück. Wir sind beim Wehr und wie mir schon vorher jemand gesagt hat, die Schranke ist zu. Bin gespannt, ob wir an der Seite vorbeipassen. So weit schaut es gut aus. Müssen wir nur über den Bordstein. Ach, das geht ja leicht. Muss man nicht mal über den Bordstein, geht an der Seite vorbei. Ja, super. Jetzt brauche ich beide Hände.